geht's? Ich bin Frau Marwa, eure Deutschlehrerin. Wir sprechen heute über das Verb sein. Wer bist du? Ich bin Ali. Wie alt bist du? Ich bin 9 Jahre alt. Dann konjugieren wir das Verb sein. Ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Er, es und sie ist. Er, es und sie ist. Wir, sie und sie sind. Wir, sie und sie sind. Ihr seid. Ihr seid. Noch einmal. Ich bin. Du bist. Er, es und sie ist. Wir, sie und sie sind. Ihr seid. Dann lesen wir einige Beispiele. Nummer 1. Ich bin Tassilo. Ich bin Tassilo. Er ist Martin. Er ist Martin. Sie ist Petra. Sie ist Petra. Du bist Martin. Wir sind Kinder. Wir sind Kinder. Ihr seid Schüler. Ihr seid Schüler. Nummer 7. Sie sind Noah und Martin. Zwei Personen. Noah und Martin. Sie sind. Ich bin 8 Jahre alt. Wir sind 9 Jahre alt. Ihr seid 3 Jahre alt. Du bist 7 Jahre alt. Sie sind 4 Jahre alt. Er ist 2 Jahre alt. Sie ist 9 Jahre alt. Jetzt erklären wir oder lesen wir eine Übung. Ergänzen Sie mit. Bin, bist, ist, sind, sei und so weiter. Nummer 1. Ich. Ich. Bin oder bist oder ist. Ja, ich bin. Sehr gut. Du. Du bist. Er. Er ist. Sie. Sie ist. Sehr gut. Es. Was ist die Antwort? Sie ist. Wir. Mhm. Wir sind. Sehr gut. Ihr. Was ist die Antwort? Ihr. Sind oder seid? Ihr seid. Sehr gut. Sie Plural. Sind. Ja. Jetzt lösen wir eine andere Übung. Ergänzen Sie mit. Adam, Monika, Sam und Sarah. Nummer 1. Er ist. Er ist. Was ist die richtige Antwort? Adam oder Monika? Sam oder Sarah? Er ist Adam. Oder er ist Sam. Okay? Nummer 2. Sie ist. Sie ist. Monika oder Adam? Oder Sam? Oder Sarah? Was ist die richtige Antwort? Sie ist Monika. Oder Sarah? Sehr gut. Nummer 3. Er ist, ja, er ist Adam. Sehr gut. Sie ist Sarah. Okay. Dann lesen wir eine andere Übung. Ergänzen Sie mit. Bin, bist, ist, sind, sei. Okay. Nummer 1. Ich. Ich, Tassilo. Was ist die richtige Antwort? Ich bin.
Sehr gut. Er, Martin, was ist die richtige Antwort? Er ist Martin. Du. Mhm. Sehr gut. Du bist Ahmed. Nummer 5. Sie. Sam und Sarah. Was ist die richtige Antwort? Hier gibt es zwei Personen. Sam und Sarah. Mhm. Sie sind. Sehr gut. Sie sind Sam und Sarah. Hier, sie plural. Sie plural. Sie sind. Okay? Nummer 6. Sie, Sarah. Sarah ist eine Person. Eine Person. Sarah ist eine Person. So, die richtige Antwort ist sie. Ist Sarah. Okay? Nummer 7. Ihr. Mhm. Schüler. Was ist die richtige Antwort? Ihr Schüler. Mhm. Die Antwort ist seid. Ihr seid Schüler. Sehr gut. Danke und viel Erfolg.